Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich hatte Glück und habe eine der schön für mich Boxen gewonnen und zwar die aus dem Monat Mai. Die konnte ich mir jetzt abholen und ich muss auch gleich dazu sagen, ich hatte im Juni bei der Verlosung wieder Glück, also bei der zweiten Runde. Also ich habe beim ersten Mal bei der zweiten Runde gewonnen und jetzt auch beim letzten Mal. Also am zweiten Tag habe ich es einfach nochmal probiert. Also auf jeden Fall, solange Boxen verfügbar sind, einfach probieren, 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 probieren. Vielleicht habt ihr dann auch Glück. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein in die Box, denn ich bin schon sehr gespannt drauf. Und ich habe auch schon viele Beiträge gesehen und immer weggeklickt, damit ich mich nicht hier zu spamme. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein. Also wenn man die aufmacht, dann kommt hier nochmal eine Box entgegen. Die hole ich mir jetzt mal raus. So sieht dann die Box aus. Also ist auch sehr, sehr stabil. Hat auch einen dicken Karton. Also kann man wirklich gut nochmal weiterverwenden. Und wie bei Glossy-Boxen auch, haben wir hier einmal ein Heft und die Produkte hier drin. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt zu und gucken erstmal die Produkte an. Hier haben wir einmal so ein kleines Heftchen drin. Okay, da sind einfach so ein paar Tipps und Tricks und welche Produkte man verwenden kann drin. Dann haben wir hier ein Magazin. Das ist das Schön für mich Magazin. Das kriegt man ja, glaube ich, immer beim Rossmann. Das liegt ja immer aus. Das ist wie die DM-Zeitschrift, einfach mit so ein paar Tricks, Tipps, Rezepten und so weiter. Und dann greifen wir mal rein und da haben wir einmal einen Wellmix Balance 36% Eiweiß Schoko-Nuss-Geschmack. So einen Eiweißriegel, den werde ich an meinen Freund weitergeben. Von Isana. Style to Create by Isana haben wir hier ein Trockenshampoo drin. Ich würde sagen, vor dem ersten Gebrauch und vor jedem weiteren kräftig schütteln. Genau. Okay, das riecht richtig lecker nach Kokos. Also riecht richtig, richtig gut. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Von Rival de Loop ist hier ein Produkt drin. Und zwar die 01. Ein Lippenstift in diesem Braun. Den würde ich jetzt mal nicht swatchen, weil mir die Farbe so nicht gefällt. Den werde ich auf jeden Fall mal für eine Verlosungsbox aufheben. Von San Ozon 2-Phasen-Abriss-Spray, kühlt und pflegt mit tropischem Kokosduft. Das sieht so aus und das wird auf jeden Fall mit in den Urlaub kommen. Und ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Doch, glaube ich schon. Hier sind auf jeden Fall so zwei so Phasen drin, Anwendung. Vor Gebrauch gut schütteln, großzügig auf die gereinigte Haut aufsprühen und verteilen, nicht in die Augen sprühen. Also, ich schüttle mir das mal kräftig. Oh ja, das riecht auch richtig lecker nach Kokos und nicht so aufdringlich. Riecht richtig, richtig gut. Also wenn ihr so ein Abrissspray braucht oder so, schaut euch das mal an. Also bei uns wird es auf jeden Fall mit in den Urlaub kommen. Es riecht richtig, richtig lecker. Ganz, ganz toller Duft. Von Veleda ist hier ein Produkt drin und zwar ein zarter Reinigungsschaum. Reinigt pur und tief, erhält die Hautfeuchtigkeit mit Bio-Hamamelis für normale und Mischhaut. Das sieht so aus. Und das würde ich jetzt allerdings nochmal zulassen, denn ich habe noch eins in Gebrauch und die halten ja auch recht lange und deswegen würde ich das noch zulassen und erstmal in einen Vorrat stellen. Dann haben wir hier so ein Produkt drin und zwar ist es von Kneipp. Ich denke mal so ein Duftteilchen. Das mache ich jetzt gleich mal auf.
Also der Flakon sieht so aus und da kommt dann praktisch hier oben das, der Stöpsel hier drauf und hier ist auch nochmal so ein Metallring, dass das Holz auch nicht voll mit dem Öl gesaugt wird. Und jetzt schnuppern wir mal dran. Das soll ja nach Limone riechen. Genau. Oh ja. Ein richtig schöner Zitronenduft. Ich denke, den werde ich mir auf jeden Fall ins Bad stellen. Als nächstes haben wir hier ein Primer Spray und zwar von Rival de Lupien vor dem Make-up. Also das kommt hier in so einen Sprühkopf. Riecht. Aprikosenkernöl. Also weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich werde es auf jeden Fall mal testen und ja, werde auf jeden Fall berichten. Und dann haben wir hier noch zwei Produkte drin. Einmal von Lavera und einmal von Altera. Ja. Er schaut halt sehr, sehr dunkel aus für mich, ne? Hier haben wir von Lavera haben wir einmal einen Illuminating Effect Fluid mit Perlenextrakt und lichtreflektierenden Pigmenten für schimmernde Highlights. Sheer Bronze nennt sich das. Ich mache es jetzt trotzdem mal auf, weil ich bin mega neugierig. Okay, es geht aber. Also das ist jetzt die Farbe hier. Wenn ich das jetzt hier einfach mal so verblende, sieht man eigentlich nichts. Und es riecht richtig, richtig lecker. Sehr, sehr toller Duft. Erinnert so ein bisschen an die Nivea-Creme, aber so mit einem Kräutertouch. Also sehr, sehr, sehr gut vom Duft her. Und ich nehme jetzt mal das Häppchen zur Hand und möchte mal lesen, was das Teil kann. Illuminating Effect Fluid Sheer Bronze 02. Das ultraleichte, sanft schimmernde Cremefluid mit lichtreflektierenden Pigmenten verleiht der Haut einen wundervollen Glow und ist ein wahres Multitalent. Ideal für die Highlighting-Technik, Strobing geeignet, die zarte Formulierung mit Perlenextrakt erfrischt den Teint und schenkt ihm Look neue Strahlkraft. Okay. Ja, also kann man einfach wahrscheinlich als Base benutzen und ist wirklich, hat leichte Schimmerpartikel drin und kann ich als mein Hauttyp auf jeden Fall verwenden. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und das ist ja von Altera Naturkosmetik Make-up Elixier, verfeinert optisch das Hautbild für einen ebenmäßigen Teint. Mit hochwertigem Bio-Arganöl und Bio-Olivenöl spendet der Haut wohltuende Feuchtigkeit, es verschmilzt sanft mit der Haut und sorgt für ein optisch verfeinertes Hautbild und einen natürlich matten, ebenmäßigen Teint. So sieht es aus. Und schauen wir mal. Also es kommt hier mit so einer Pipette. Er schüttelt es jetzt aber vorher noch mal kurz durch. Also hier haben wir einmal eine Pipette und ich gebe mir jetzt einfach mal hier was auf. Okay, da war einfach ein Tropfen drin vorher. Deswegen hat das nicht funktioniert. So, und jetzt verteilen wir das einfach mal. Also der kleine Tropfen hat auf jeden Fall für meinen ganzen Handrücken gereicht. Sehr schön weich. Lässt sich auch so gleichmäßig verteilen. Nur halt ein bisschen dunkel für mich, ne? Riecht auch sehr, sehr angenehm. Also wenn ich jetzt meine beiden Hände hier vergleiche, sieht man schon den Unterschied. Also es ist schon sehr, sehr dunkel. Gefällt mir aber trotzdem irgendwie. Also ich möchte es gerne testen. Und deswegen behalte ich das auch erstmal. Ich werde es auf jeden Fall mal auftragen. Und ja, mal gucken, wie ich mit dem arbeiten kann und ob das für mich geeignet ist.
Ja, ihr Lieben, das war jetzt auch der komplette Inhalt dieser Box und ich bin mega begeistert von dieser Box Monat Juni und ich freue mich schon auf die nächste Box und ich hoffe, dass ich auch beim nächsten Mal wieder gewinne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde mich schon sehr freuen. Ich habe schon sehr, sehr lange mit teilgenommen an diesen Gewinnspielen und hatte nie Glück und jetzt gleich 2 Monate hintereinander, das ist ja wieder Jackpot. Ja. Und das Produkt hier hat mich vom Duft her am meisten überzeugt und ich freue mich richtig drüber. Genauso aber auch dieses Lavera-Produkt. Ich meine, es ist Naturkosmetik, das ist nicht gerade günstig und ich möchte es gerne ausprobieren. Und ich denke aber, dass es auch wirklich gut funktioniert, auch wenn es in dieser Farbe 02 ist, weil es fällt kaum auf der Haut. Ich werde es, wie gesagt, auf jeden Fall testen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und ihr meine Videos mögt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Das ist für euch absolut kostenlos. Und noch eine Kleinigkeit, wenn ihr möchtet, dass meine Videos regelmäßig bei euch in der Abo-Box landen, dann klickt noch die kleine Glocke, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung. Und ja, schreibt mir auch mal unten in die Kommentare, ob ihr schon mal eine schön für mich Box gewonnen habt. Wenn ja, wie hat sie euch gefallen? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!